Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir sind jetzt hier immer noch in den erhabenen Ebenen und erhabenen? Genau, Ebenen unterwegs. Und ja, wir sind hier jetzt auf der anderen Seite der Brücke, die wir ja haben reparieren lassen. Und ja, wir haben hier einige Probleme, wie ihr sehen könnt. Die müssen wir jetzt erstmal beseitigen. Zu der letzten und vorletzten, also zur letzten und vorletzten Folge, muss ich sagen, tut mir nochmal leid, dass ich da relativ, ich sag mal, still gewesen bin, im Gegensatz zu den anderen Teilen. Das lag daran, dass ich, wie jetzt zum Beispiel, in der Woche aufnehme, das heißt nach der Arbeit, weil ich am Wochenende wahrscheinlich nicht dazu kommen werde, für die nächste Woche die Folgen aufzunehmen. Und da hat man mir das schon angemerkt, dass ich ein bisschen, naja, fertig bin, weil, ja gut, man arbeitet, ne, und danach dann noch aufnehmen und das und jenes. Da hatte ich dann gestern auch noch ordentlich was gegessen, aber so richtig ordentlich, so richtig vollgeschlagen im Bauch. Und das ist natürlich bei mir eine tödliche Kombi, wenn man dann Let's Playt oder irgendwas machen möchte, was Konzentration fordert. Da geht der Körper, ich sag mal, in die Ruhephase. Er will verdauen, er möchte sich ausruhen. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Aber heute geht es, denn ich habe zum Beispiel das Essen noch nicht konsumiert, was ich erst nach den Aufnahmen machen werde. Damit man einfach ein bisschen fitter ist, sag ich mal. Denn ich muss auch feststellen, ich habe das jetzt schon öfter mal ein bisschen probiert, ne? Also auch halt, ich sag mal, durch kleine Recherchen. Ich habe öfter mal aufgenommen, ohne dass ich was gegessen habe vorher. Das geht teilweise gar nicht, weil hin und wieder der Bauch knurrt. Wenn du aber im Laufe des Tages eine Kleinigkeit gegessen hast, dann aufnimmst und später nochmal ordentlich isst, also richtig Essen, ne, warm Essen oder so, oder was anderes, dann geht das. Allerdings, wenn du vor der Aufnahme auch dich vollschlägst, dann ist das auch immer so ein Problem. Wo kommen die denn überall her, die Untoten? Ich glaube, wir müssen da oben mal den Dings ausschalten. Ich glaube, das müssen wir auch mal machen. So, ich hoffe, da kommen jetzt keine Zombies weiter an. Wunderbar. Hat ganz gut geklappt. Ich hoffe, das klappt jetzt so, dass die jetzt hier nicht alle wiederkommen. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Wir werden hier später ruhig alles aufsammeln in Ruhe. Aber lass uns erstmal die Gegner hier vernichten. Aber das wäre jetzt erstmal das Geschickteste. Aber der arkane Schrecken ist Gott sei Dank gleich weg. Wunderbar. Der hat am meisten Schaden verursacht. Und jetzt kommen hier die kleinen Gefolge dran. Die gehen recht schnell. Aber da hinten sind auch wieder weg. Wo kommen die denn alle her? Sag mal. Ist das hier so ein Endlos-Spawn? Ja, kümmert euch ruhig mal drum. Ich sammle mal auf. Zumindest ein bisschen was. Dann gucken wir am besten erstmal, wo die Quelle der Macht ist. Weil kann doch hier nicht sein, dass wir hier auf die Fresse bekommen und die immer wieder kommen. Kann doch so nicht sein. Kann das sein, dass hier irgendwo der zweite Dings vernichtet werden muss? Weil wir müssen ja diese Leichen da verbrennen. Liegt vielleicht deshalb daran. Zumindest kommen die immer wieder. Dreitausend und Schaden, wow. Man kann auch sein, dass das jetzt war, jetzt schon war. Dass halt die noch gespawnt sind, als wir die Dings zerstört haben. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt erstmal schön looten. Mal schön aufsammeln hier alles. Und das hier auch.
Wo hier oben müsste noch der arkane Schrecken sein, genau. Ja gut, andere Zombies auch, aber ich bin mal gespannt, was der hat. Lumpen eines arkanen Schreckens. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Trophäen, sag ich mal, von den Monstern, die wir bei dem Buch abgeben können. Und wir kriegen da sicherlich durch mindestens ein Level voll. Weil wir haben so viel mittlerweile gesammelt. Ich glaube, wenn wir das alles abgeben oder so, hui. Dadurch steigen wir bestimmt gut auf. Also wie gesagt, mindestens Level wahrscheinlich. Oder höchstens, gehe ich mal von aus. Nicht mindestens, sondern höchstens. Weil mindestens kann ich mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall die Hälfte des Levels hier noch voll machen. Also auf den jetzigen Stand, ne? Das kann sich ja gegen Ende der Karte hier nochmal ein bisschen ändern. Ich weiß ja nicht, wie viel wir hier noch finden werden. Denn ich muss ehrlich sagen, auch schön, wie ich diese Ebenen finde hier und so, ne? Ich hätte jetzt so langsam echt mal Lust auf ein anderes Konstantbild, sage ich mal. Also jetzt was komplett anderes als das hier. Vielleicht irgendein Wald oder irgendeine Wüste wieder. Oder irgendwas mit Eis, also mit Schnee. Das wäre natürlich auch super. Das haben wir schon ewig nicht mehr gehabt, ne? Angefangen haben wir in Dorfhaven. Und Dorfhaven, also die Raststätte unserer Helden am Anfang, die war ja mit Schnee bedeckt. Das war die einzige, glaube ich, bisher. Ich weiß, dass es da noch eine gibt mit Schnee. Aber ich weiß auch nur von der einen da. Es kann aber auch sein, dass es da noch mehrere gibt. Hoppala. Geht's lang da. Aber selbst da war ich nur mal kurz drin in der Karte und habe mal kurz geguckt, was da so Sache ist. Aber gespielt habe ich die auch nicht wirklich. Muss man dazu sagen. Ja. Das ist die Frage. Von hier kommen wir ja, ne? Aber ich möchte ganz gerne nochmal hier unten lang gehen. Und hier nochmal gucken, ob wir hier was vergessen haben oder so. Was ist das hier? Embryon brauchen wir nicht. Ich werde demnächst noch mal ein bisschen farmen gehen. Alleine schon ein paar Elfenwurzel, damit wir was auf Vorrat haben für Tränke. Außerdem möchte ich wegen Elfenwurzel farmen, weil wir da immer noch... Warum zeigt er denn das hier die ganze Zeit jetzt an? Ich habe nichts gemacht. Wie heißt denn das? Die eine Quest da wollten wir machen und irgendwas war das. War das der Turm? Ich glaube, der Turm war das. Den Garten haben wir ja gemacht gehabt. Und ich glaube, der Turm wäre jetzt als nächstes dran, dass wir den ausbauen. Und dafür brauchen wir Elfenwurzel, so viel wie ich weiß. Okay, da hinten haben wir noch was. Das ist die Flechtrebe, die brauchen wir aber nicht. Was mich hier nur gerade verwirrt, ist, warum hier die ganze Zeit diese Levelzeit. Ich hoffe, das geht weg, sobald wir ein Monster töten. Kein Bock, dass das da die ganze Zeit angezeigt wird. So, da oben sehe ich wieder ein paar Präsenzen. Dann sagen wir denen noch mal guten Tag. Vielleicht geht da oben dann auch endlich die Leiste weg. Vielleicht sobald der erste stirbt. Kann natürlich sein. Ja, endlich weg. Gott sei Dank. Ich habe auch schon eben gewundert, ey. Müssen wir hier auch wieder was zerstören? Dann würde ich das gleich machen. Bevor... Ach, da oben ist es. Ja, da möchte ich jetzt eigentlich nicht hinrennen, wirklich. Dann machen wir die hier erstmal fertig. Ich hoffe, in der Zeit spawnen wenigstens keine neuen Viecher hier. Naja, wenn gibt es ja auf jeden Fall XP. Was auf jeden Fall ist, ich habe halt keine Tränke mehr. Wenn das so weitergeht. Oh, da hinten ist ein Questziel. Für das Kaiserreich. Oh je. Ich ahne Böses. Hallöchen. So. Ich glaube, jetzt dürften zumindest keine kommen. Und jetzt... Überraschung.
dieser Meteoritenregel, der hat optisch ohnehin was richtig Cooles an sich. Abgesehen davon, dass der im schlechten Schaden unheimlich Schaden macht über Zeit. Besser, wenn wir den noch höher haben, durch die Leisten hier, dann macht er auch richtig, richtig viel Schaden. Sakane-Schrecken, wie viel Leben hat der denn eigentlich? 20.000 mittlerweile fast, ey. Boah. Das Ding ist ja, die skalieren ja auch mit die Feinde, ne? Und je höher die vom Level sind, desto mehr Leben haben die auch. Das heißt, rein theoretisch ist es eigentlich eine dumme Idee, es so lange zu schleifen zu lassen mit den Drachen. Normalerweise müsste man die Drachen eigentlich dann killen, wenn man die Möglichkeit hat und sie zu Gesicht bekommt, sag ich mal. Weil wie gesagt, je höher die werden, desto gefährlicher werden die. Aber wir natürlich auch, also das gleicht sich schon so ein bisschen aus. Alter, wie der da oben in der Luft ist. Nice. Ich glaube, wenn wir hier durch sind und wir weitergehen sollten, sollt ihr vielleicht mal ins Lager zurückkehren wegen Heilung und so. Wir haben gar keine Tränke mehr und unsere Kollegen sehen ganz anders als gut aus. Jo, hat beide getroffen. Sehr schön. Oh, einer ist da noch. Da ist noch einer, wo kommen die denn her? Ich hab doch das brennende Dings hier geschlossen, sag ich mal. Muss doch irgendwie eine Erklärung geben, wo die herkommen. So, jetzt aber gut hier. Nehmen wir erstmal das hier mit, was wir hier kriegen können. Wie viele Schlachten wurden im Laufe der Zeitalter wohl auf diesen Ebenen geschlagen? Ich weiß es nicht. Dorian, sag du es mir. Speicher mal und dann sehen wir uns hier draußen erstmal in Ruhe um. Ich denke mal, wenn wir da reingehen, haben wir auch mehr als Action. Deswegen würde ich auch vorschlagen, bevor wir da reingehen, nochmal kurz zum Lager zurück. Vielleicht auch was verkaufen. Ich sehe gerade nämlich, dass mein Inventar so langsam wieder voll ist. Vielleicht machen wir hier nochmal clean, also klar Schiff, dass wir hier alles looten und. Und dass ich dann zwischen dieser und der nächsten Folge mal kurz wieder verkaufen gehe, wisst ihr ja. Und wir uns dann hier wiedersehen. Vielleicht kriegen wir die Taschen dann wenigstens auch noch ein kleines bisschen mehr gefüllt, weil 75 von 90 oder was wir eben hatten, ist zwar schon in Ordnung, aber da geht durchaus mehr. Vielleicht finden wir ja noch hin und wieder eine Truhe, die wir hier irgendwo looten können. Oder die Monster, die hier wir getötet haben, haben vielleicht noch was dabei. Das kann natürlich auch sein. Wir gucken uns hier alles in Ruhe um. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit für die Folge. Oh, dann passt das nämlich auch, denn dadurch sind ja dann, wenn ich nach der Himmelsfeste reise und hier wieder zurück, die Tränke auch aufgefüllt. Wieder. Also gar nicht mal so verkehrt. Würde ich jetzt sagen. Gibt das hier einen Bonus, wenn ich die Heudinger hier zerstöre? Nee, ne? Wahrscheinlich absolut nichts damit zu tun oder zu sagen oder was auch immer. Genau, hier konnten wir hoch. Wir könnten auch hier runter. Was ich hier komisch finde, ist, dass es hier gar keine Truhe oder einen kleinen Sack gibt, wo man Sachen looten kann, oder? Das fällt mir jetzt gerade so ein bisschen auf. Ist irgendwie schon merkwürdig. Das macht mich so ein bisschen stutzig, sag ich gerade mal, so ein bisschen. Sehr merkwürdig, das hier.
Vor allem, was uns hier noch alles erwartet, ne? Das ist ja hier nur der kleine Teil. Hier hinten geht es ja, glaube ich, noch weiter irgendwo. Ich weiß es gar nicht. Zumindest sieht es aus, als ob das der einzige Weg ist, wo wir hier ins Landesinnere so ein bisschen weiter rein können, wisst ihr? Okay, pass auf, ich beende mal die Folge hier an der Stelle. Und ich reise jetzt zur Himmelsfeste und verkaufe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf dieser Karte wieder. Macht es gut bis dahin. Und tschüss.